So, herzlich willkommen zur dritten Lektion. Dritte. Oh, das ist ja ein ganz wunderbarer Stift. Den schmeiße ich jetzt gleich mal in den Orkus. Also, dritte Lektion. Das L. Ihr seht, das L. Eins, zwei. Das L ist einer meiner absoluten Lieblingsbuchstaben. Warum? Weil es sich in alle Himmelsrichtungen dehnen lässt. Ne? Das lebt in alle Richtungen. Also, ne? Lebt irgendwie L wie Leben. Ne? Das L, von Ursprung her in der Druckschrift, also, ne? Hat es diese Form. In der Schreibschrift ist es so. So, ich nenne immer das L für mich, ich unterscheide das natürlich immer. Das ist das Männer-L und das ist das Mädels L. Also wir machen jetzt das nochmal. Ne? Also für die Unterschrift ist das natürlich ganz super toll. Name. So, ja, und wer das andere, ne? Wo? Und dann da oder wie? Wollen wir gucken. Ich nehme jetzt mal das Blatt raus. Und dann gucken wir mal, wie wir uns entscheiden mit dem L. Also erstmal machen wir noch so das L. Aber eben, ne? So. Name. Wir können, also auf meiner Webseite kann man zum Beispiel auch sehen, ne? Da das L und da hat dann geschrieben Lenard und dann das M davor gesetzt. Geht wunderbar, lässt sich auch super gut schreiben. Also das mag ich schon ziemlich gern. Das lässt sich auch in, ne? So, das hier, ne? Also ich habe jetzt hier angehoben, da seht ihr, so geht es halt nicht, ne? Also mit so einem Wegfliegen. Man kann das L also in alle Himmelsrichtungen ziehen und dann hier den Namen reinsetzen. Das kann hier gerne über den Strich gehen. Und dann hier nochmal so. Also das geht alles. Nochmal so. L. Lange. Herr Lange oder Herr Lunge. So, die machen das so. Dann für die Mädels. Achso, das machen wir gleich mal auf der Rückseite. Für die Mädels dieses L. Liebe. Achso, ich habe nur noch ein E dazwischen. Liebe. So, das ist das Wort Liebe. Okay, also jetzt möchte jemand seinen Namen mit diesem L schreiben, weil er vielleicht Lampe heißt. So, dann hier anfangen, ne? Oder, das geht natürlich auch, ist aber wirklich. Naja, also, das ist ein, ich mag ja diese verschnörkelten Sachen überhaupt nicht. Das heißt, ich würde empfehlen, L und dann hier so und von hinten den Strich. Das heißt, man hat hier so, ne, diese Sachen und setzt hinten nochmal den Strich daneben, dagegen. Nochmal in. Nochmal in Klartext. Also, L, dieses L. Kann man machen, dann aber bitte Lampe und zum Schluss dieses E. Herr Lampe, Frau Lampe. Herr Lampe würde das sowieso so nicht machen. Mal gucken, ob das auch. Achso, jetzt wollte ich natürlich gerade das hier. Ja, auch sehr schön. Also guckt es genau an, wie ich es gemacht habe. Dann hier den Namen und Punkt. Das geht natürlich auch. Also ich mag dieses Geschnörkel ja nicht so gerne. Aber wie du willst. Es ist ja nicht mein Name. Ich heiße ja nicht Lampe. Ich heiße ja Düsentrieb. So, okay. Das war das L. Wenn du das L toll findest, wenn dir das was gegeben hat, ich sage, ich mache jetzt hier nochmal für alle Jungs. Ne? Dieses L schreibt sich auch sehr gut. Und hier vorne. So. Also, gib mir einen Daumen, ne? Wenn es dir gefallen hat. Sonst sehen wir uns, ach nee, oder ein Kommentar, ja, sehr gut. Also wenn, ne, welches L du lieber oder besser findest, dieses L, Männer-L oder Mädels-L. Dann schreib einen schönen Kommentar, sag mir, was du davon hältst und wir sehen uns wieder beim nächsten Buchstaben. Lektion 3. Ciao.